Mein Name ist Frank Kleimann. Wir sind hier im schönen Hessischen. Und zwar haben wir hier unser Jagdrevier. Dieses bewirtschaften wir seit mittlerweile 10 Jahren und jagen sehr passioniert auf Schwarzwild. Mein Name ist Christopher Wohlmuth. Ich gehe seit ca. 15 Jahren zur Jagd. Ich bin hier gerade in Hessen, in dem Revier von meinem Jagdfreund Frank Kleimann. Wir haben hier verschiedene Revierstrukturen auf 720 Hektar, wo wir im Felde jagen, wo das Schwarzwild dann Schäden in der Landwirtschaft verursachen. Wir gehen hier alle paar Monate mal zusammen auf Jagd, treffen uns hier in seiner Jagdhütte und jagen vor allem Schwarzwild. Das Revier hat sehr gute Schwarzwildbestände und wir beide, Frank Kleimann und ich, sind hochpassionierte Schwarzwildjäger. Wir haben jetzt momentan, sind wir im Herbst. Die Äcker draußen sind leer. Wir haben das Wild hauptsächlich im Wald, wo, wie gesagt, die Eicheln und Bucheckern momentan sehr interessant sind, wo dem Wilde, sage ich mal, dort in den Beständen nachgestellt wird. Das ganz einfach, wo ganz einfach dass der Fraß momentan versteckt und am Boden liegt, wo ja dem Wilde dann aufgrund auch mit, wie gesagt, sogenannten Wärmebildkameras deutlich effektiver und besser nachgestellt werden kann, weil man sie einfach viel besser und schneller findet. Dabei nutzen wir immer häufiger oder seit einigen Jahren jetzt auch schon regelmäßig Wärmebildkameras. Die Wärmebildkameras, die erleichtern uns den jagdlichen Alltag ungemein, gerade bei der Schwarzwildjagd. Wir pirschen sehr viel oder sitzen auf den Hochsitzen und warten, bis wir das Wild in Anblick bekommen. Und auf dieser ganzen Reise oder der Jagdart nutzen wir sehr gerne Wärmebildgeräte. Die Technik, da sie uns enorme Sicherheit gibt, auch in der Findung sehr hilfreich agiert. Somit können wir das Revier in wenigeren Momenten deutlich effektiver und besser überfliegen oder begutachten. Wir haben mit einem normalen Fernglas große Schwierigkeiten, schwarze Stücke in schwarzen Beständen, das heißt in der Nacht zu finden, wo man einfach mit dieser Hilfe einfach die Lebewesen hell dargestellt eigentlich gar nicht übersehen kann und zumindest so die Sicherheit hat, welche Wildart man sich nähert, was man in Anblick hat, um dort halt auch Missverständnisse oder Fehlabschüsse zu vermeiden. Ich kann an der Stelle einfach nur sehr lobend diese Technik erwähnen und sagen, im Bereich der Schwarzwildjagd ist es eine enorme Hilfestellung und eine enorme Sicherheit, einfach dort weitgerecht vorzugehen und die passenden und guten, richtigen Stücke zu entnehmen und zu bejagen. Es macht unheimlich Spaß, zu zweit auf die Jagd zu gehen, auch in so einem traumhaften Revier wie hier. Es sind tolle Bedingungen hier und es macht unheimlich Spaß, auch mit den Geräten hier zu jagen. Und ja, es ist unglaublich schön hier.